So, Hallöchen Freunde, da sind wir auch schon wieder mit einem neuen Part von Time Shift. Mal schauen, wo wir hier gerade letztens stecken geblieben sind. Oh, erstmal die Steuerung. Ah, habe ich mir gedacht. Erstmal wieder in die Steuerung ein bisschen reinkommen. Ich habe da schon lange eigentlich nichts mehr gespielt. Ihr wisst Bescheid. Jetzt deaktivieren. Deaktivieren, Zeit anhalten. Komm, komm, komm. Ah ja, genau hier war ich letztens. Bisher noch im letzten Part. Dann habe ich da gedacht, ich sei da falsch, weil ich den Weg nicht gefunden habe. Weil hier ist zu und hier ist zu. Ja, aber was ich nicht gesehen habe, ist hier dieser Hebel, der das Tor öffnet. Da war ich ein bisschen blind. Ich glaube, da war ich ein bisschen zu sehr abgelenkt. Oder sonst was. Ich weiß nicht, warum ich das nicht gesehen habe. Auf jeden Fall, irgendwas war da schuld. Boah. Ich hab schon wieder die Steuerung, Mann. Bis ich die wieder ein bisschen drin habe. Ich habe jetzt ja 3 Wochen kein Timeshift mehr hochgeladen. Bis ich da wieder drin bin. Okay, B ist schlagen. Gut. Das sollte eigentlich funktionieren. Oh, Nate Fail. Und weggeballert, die Kleinen. Da hinten steht noch einer. Hopp. Ah, da ist auch noch einer. Geh drauf, komm. Und. Ja, da ist das ein Riesengeschütz. Muss ich die Zeit einhalten, dass ich da durchkomme. So, das hätten wir mal. Wenn wir ein Stückchen näher wenigstens an dem Riesending. Gut, der ist tot, da hinten. Gammelt noch einer. Boah. Hört mal auf mich zu schießen. Ah, falscher Knopf. Ich wollte Granate werfen. Ist jetzt da nach hinten oder da nach hinten? Mann, sind das viele, sind das viele. Das schont mich doch. So, muss mein Leben füllen. Komm. Oh, ich treffe den auch noch nicht mal. Oh, jetzt ist er weg. Endlich. Die kleine Nervensäge. Oh, da unten stehen aber doch schon ein paar Leute. Oh Mann. Geht mal weg. Und du, wieder mit dir. So ein bisschen lauter das Spiel machen. Und vielleicht auch ein bisschen besser was hört. Bin ich hier falsch? Nee, da ist ein Knopf. Also bin ich richtig. Kommt mir so laut vor. Die Lautstärke ist bloß auf dem 2 vom Fernseher. Das kommt mir irgendwie so laut vor. Naja. Ja, das ist sowieso in einer benutzerdefinierten Lautstärke. Egal wie leise ich jetzt meinen Fernseher habe, ich kann da den Ton eigentlich sogar ganz ausstellen und ihr habt da sowieso trotzdem die gleiche Lautstärke. Komm, mach das Ding auf. Ja, komm, bin ich hier drin und schon komm wieder. Zwei, drei Leute reingesprungen und ja, der überlebt halt mit dem Granatenwerfer, gell? Geht down. Du auch. Komm, lad mal schneller nach.
Lass dir da keine 5 Jahre, um nachzuladen. Es kann, kann lebensgefährlich werden, so. Eine lange Nachladezeit. Ich habe ein neues Ziel. Wie kann ich nochmal meine Ziele anschauen? Genau. Ja. Ja, eins habe ich wieder vergessen zu machen. Schaffen Sie sich Zugang zum Lagerbereich. Ja. Okay. Ich mache zwar nicht immer alle Missionen, wie man ja gerade vorhin gesehen habt. Eine Mission ein bisschen weiter hinter fehlt mir noch. Aber auch nicht gerade so das Schlimmste. Die Hauptsache ist ja, dass das Level beendet wird. Beziehungsweise das Game bleibt ja gleich, wenn man jetzt nicht alle Missionen macht. Ich meine, wenn man alle Missionen macht, sieht man zwar wahrscheinlich ein bisschen mehr, aber im Prinzip ist es ja dasselbe. Man macht ja da trotzdem nur ein Spiel durch. So, mal schauen, wo geht's lang. Da hinten kommen wieder ein paar Leute. Geht rauf. Ja, wie viel die aber auch immer überleben. Toll, keine Schüsse mehr. Mit meinem Maschinengewehr. Ja, das kommt jetzt genau zur rechten Zeit, dass ich da keine Schüsse mehr habe. Kommt jetzt wirklich genau in der besten Zeit. Komm, lad nach. Oh, das war aber ein schöner Headshot. Ein richtig schöner Headshot, finde ich. Komm. Komm ich dich nicht mit der Pistole? Nee, da komme ich nicht hin mit der Pistole. Mache ich dich halt so nieder. Ist hier noch einer? Zwei Stück sind es noch. Wo sind die? Maschinengewehr ist frei. Ah ja, hier im Maschinengewehr hockt der kleine Rammler. Der andere klaut sich ein Fahrzeug und will mich überfahren. Geh mal weg hier. Chill dein Leben. Hallo, komm mal klar. Mich nicht gleich überfahren wollen. Bin doch nur ein einfacher Arbeiter. Ich mach nur meinen Job. Fuck, ich hab zu wenig Schüsse. Gibt's doch nicht, Mann. Ich glaube, hier werde ich jetzt erstmal schön sterben. Einfach zu wenig Schüsse habe. So, von Leben. Also das ist chillig. Man kann einmal LB drücken. Und dann hat man schon wieder volle Leben. Das ist richtig chillig. Kann auch echt gut gebrauchen. Das rettet ja dann doch schon öfters mal den Arsch, sag ich jetzt mal. Ist wirklich ziemlich nützlich. Da einfach ein RB drücken und sich die HP reinpfeifen. Hat's ja nicht irgendwie noch Schüsse, die ich aufsammeln kann. Auch ein bisschen Schüsse für meine Maschinenpistole. Nee, leider nicht. Scheiße. Muss ich wohl weiterhin mit so wenig Schüssen rumlaufen. Dass ich da immer ein, zwei Gegner killen kann und dann habe ich keine Munition mehr. Munition, warum war? Warum sag ich Munition? Mein Gott. So eine alte Angewohnheit. So eine dreckige. Aufgeschossen, sorry. Das wollte ich jetzt nicht. Also wo muss ich hier? Muss ich hier drauf? Nö, bestimmt nicht. Verschaffen Sie sich Zugang zum Lagerbereich. Ja, wie denn? Ah doch, ich muss hier drauf.
Oder? Ja, da hinten geht's rein. Ah, jetzt bin ich ein bisschen gescheiter geworden. X Zeit anhalten. Ey, ich habe Zeit angehalten, Arschloch. Die Zeit angehalten, das darf der gar nicht. Naja, dann machen wir halt noch, oh, Versprecher. Mach ich halt dasselbe nochmal. Ah, jetzt habe ich. Was? Was soll denn der Scheiß hier immer? Da kommt man gar nicht schnell genug hoch. Damit ich hier das aktivieren kann. Und da die Zeit anhalten. Ja, jetzt hätte ich es geschafft, wenn ich doch nur mal ordentlich hingeschaut hätte. Toll. Wie viel mal fail ich hier noch? Und am Ende stellt sich heraus, dass man das gar nicht machen musste. Und dass ich das irgendwie für die Katze oder so gemacht habe. Weil ich das irgendwie anders machen musste. So, jetzt haben wir es ja. Endlich. Ich hoffe jetzt auch, ich komme hier hoch. Nee, nicht runterfliegen. Irgendwie jumpen und ducken. Ja, genau. Jumpen und gleichzeitig ducken. So macht man das. Oh, ich hätte den lieber kaputt schlagen sollen. Komm, explodiert meine Nate vielleicht auch mal. Stehen bleiben. Da hast du stehen bleiben. Ich jag dich in die Luft, du blöder Penner. Wenn du glaubst, du könntest mir was sagen. Was glaubst du, wer du bist? Hier drüben. Komm her. Zwei Stück euch, jetzt dreh ich nieder. Komm her. Kuckuck. Hallo. Fallen lassen. Bin ich hier wirklich richtig? Ich habe hier ein Vorstellungsgespräch. Hallo. Warum schießt ihr denn auf mich? Ich tue euch doch nicht. Ich habe sogar Angst vor Fliegen. Komm hervor. Ich hab dich gefunden in deinem Versteck, du Kleiner. Oh, Munition. Munition. Mein Gott, jetzt sage ich schon wieder Munition. Das muss ich mir echt abgewöhnen. Was macht dieser Hebel? Er bringt es zum Rollen. Ein bisschen unnötig, würde ich mal sagen. Da geht's da vielleicht irgendwo unten durch. Oder muss ich da nach hinten oder so? Verschiebt es einfach um ein paar Zentimeter. Ich meine, das ist jetzt ja nicht gerade irgendwie. So eine große Sache. Ein paar Zentimeter. Warum muss ich da rein? Wie will ich da reinkommen? Das ist jetzt hier die kleine Zentimeter. Die kleine Zentimeterfrage, meine Freunde. Wie ich denn da reinkomme. Zeit anhalten muss ich doch nicht. Glaube ich auch nicht. Nö, ich meine, das ist ja immer noch blockiert. Und das bewegt es ja nicht mal. Es bewegt ja nur das andere. Muss ich da auch irgendwie nach unten kommen, wenn es nur dieses Fließband bewegt? Muss es doch hier irgendwo ein Wegchen nach unten geben, damit ich die dann unten durch kann rennen. Rein theoretisch. Wenn ich hier rein muss. Warte mal.
Ja, ich muss da rein. Ich muss da reingehen. Nur, wie komme ich da rein? Es bewegt ja nur das eine Fließband. Da hinten passiert ja nichts. Und indem ich das bewege, mache ich ja hier nicht irgendwie einen Weg frei, der mir vorher verschlossen war. Mache ich ja keinen Weg frei irgendwie damit, indem ich da. Ja, ah, doch, mache ich doch. Ich mache mir doch einen Weg frei. So. Wusste ich's doch. Sonst kann man ja nicht irgendwie grundlos was verschieben. So sollte es gehen. Dann schalt mal ein. Das wäre ja dann grundlos gewesen, dieses Fließband. Okay, fast fertig. Ein bisschen unnötig, dann hätte ich da einfach ein bisschen die Kisten hin und her schieben können. Da hast du Sicherheit. Oh mein Gott, Lasers. Von der schönsten Form. Hey, ging ja gerade die Tür auf. Lol. Hallo. Ich will euch nur grüßen. Ich suche immer noch den Raum für mein Vorstellungsgespräch. Bams. Ja, lol, ich hätte doch da einfach direkt anstatt da oben durch, ja, einfach in diese Tür reingehen können. Ihr wollt mich doch verarschen, Mann. Da muss ich jetzt gut aufpassen, ich weiß nicht, wie...